sind wieder mal im Herrenbusch. Ist nicht so, dass ich hier schon des Öfteren war. Ja. Wir haben den ganzen Busch für uns. Hier die Ecke. Hier kommt auch garantiert keiner vorbei. Ja, genieße jetzt mal ein bisschen die Waldatmosphäre mit den zwitschernden Vögeln. Die Rehe habe ich eben schon da hinten rausgejagt. Ja. Genießt die Stimmung. Leider hat es Tobi nicht geschafft, dementsprechend bin ich heute mal alleine mal wieder hier unterwegs. Wie ihr seht, ein paar Meter habe ich schon. Ein paar Meter muss ich noch. Ja, das Gezwitscher ist nach wie vor da. Ich habe den ganzen Wald hier um mich rum quasi fast alleine für mich und stehe hier gerade, ja, chillig irgendwie auf dem Ast. Ja, unter mir geht es ein paar Meter runter, alles halb so schlimm. Und da geht es jetzt gleich rauf, da will ich hin. Immer dem Seil nach. So. Noch eine Etage höher. Jetzt kann man schon ganz schön weit gucken, da hinten runter. So. Da unten liegt der Krempel. Hier oben bin ich. Schön. Ich stehe hier ganz entspannt in so einer ganz großen Gabel. Hab, ihr seht, den ID auch mal zu. Dementsprechend alles safe. Ja, der ist automatisch zu, der Orca. Ja, Reserve. Ja, guck mal, da drüben, der Baum hat es hinter sich. Die Krone ist durch. Mein Gott, der treibt dieses Jahr nochmal aus. Sieht man über Knospen, da kommen also auf jeden Fall nochmal Blätter dran. Aber oben die Krone, könnt ihr ja sehen, die ist komplett fertig. Neben mir der Baum, der hat auch irgendeine Rindenkrankheit. Beginnt da unten, geht hoch bis in die Krone. Also auch der Baum wird dieses Jahr das letzte Mal hier schlagen. Ich hoffe, der fällt hier nicht in den Baum, weil der Baum hier ist wirklich schön, schön knochig geformt. So, da geht es gleich hin. Da oben will ich gleich die nächste Pause euch anbieten. So sage ich mal nochmal 3-4 Meter höher. Dann gucke ich mir da oben das mal an. Ich hoffe, dass da kein Totast liegt. Hier, guck mal, könnt ihr sehen. So ein typischer Widmenmacher hängt hier einfach so rum. Aber da gehe ich heute nicht dran. Ich habe keine Begleitung. Dementsprechend spare ich mir heute das Aufräumen hier so ein bisschen. So, ja, guck mal, dahinter der Baum, der zweite, der ist auch komplett fällig. Das eine Seite komplett abgebrochen. Die liegt da irgendwo da hinten. Da liegt die Seite. Da. Da rausguckt, da liegt ein Teil da hinten von dem Baum. Ja, die Baumbestände haben die letzten 2 Jahre arg gelitten unter der Dürre.
Aber ich bin glücklich, ich habe hier noch einige Bäume, die man noch schön klettern kann. Und dann hoffe ich, ja, vielleicht doch mal nach einem neuen Wäldchen Ausschau halten. Aber Wälder mit so schönen Buchen, Buchen, die musst du suchen. Ach ja. Da wächst schon der neue Wald. Aber halt ne, nur Ertrag. Ich denke mal, wenn die die richtige Höhe haben, kommt da der Mann mit der Kettensäge und dann sind die weg. Weil ich höre schon die ganze Zeit in der Ferne irgendwie immer wieder so eine Kettensäge. Ach, nicht schön. So, jetzt könnt ihr sehen, nochmal ein Eckchen höher. Jetzt kann man schon über die Bäume hinweg gucken, da hinten. Unter mir gilt nicht. Ja. Wie ihr seht, jetzt habe ich auch hier noch eine Kusi dran, damit ich sicher am Stamm stehe, ne? Damit hier alles glatt läuft. Ich bin ja wie gesagt leider alleine und muss gucken, dass ich da auch wieder heil runterkomme. Neben mir in einem kleinen Wäldchen ist ein regelrechter Wildwechsel. Da laufen die Rehe von links nach rechts rum. Das ist total schön. Ja, neben mir seht ihr den leicht defekten Baum. Mit den ganzen Spechtlöchern schon. Da flitzen auch schon Vögel rein und raus, habe ich gerade gesehen. Also lange darf ich mich hier oben nicht aufhalten. Ich möchte ja nicht die Vögel bei der Brut stören. Ne? Ja, so sieht's aus. Ne? Da jede tief runter. Und da bin ich ganz entspannt. Ach, guck mal, da können da die ganzen dicken Knospen sehen, wo jetzt zunächst die Knospen sehen, da seht ihr schon die ersten Blätter, wie sie sprießen. Deshalb ne, ganz genau gucken, dass man das da oben vernünftig liegen hat, das Seil. Ne, auch schön frei alles. Ne, frei alles bis unten, damit wir da jetzt keine jungen Triebe irgendwie abbrechen. Mal ein bisschen mit aufpassen. Aber mit Geduld und Muße und sportlichem Ehrgeiz klappt alles. Ne? Ach, was ein schönes Fleckchen Erde. Viel kaputt. Aber der Baum hier sieht ganz gut aus. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was irgendwie, ja gut, ein paar alte Äste, die so abbrechen. Aber sonst sieht der noch ganz top hier aus. Ne? Unten ist ein bisschen was hohl, aber ein paar Äste werfen die Bäume immer ab. Aber ich denke, das ist hier bei dem Baum absolut im grünen Bereich. Oh, das gefällt mir nicht da oben. Da habe ich. Den habe ich von unten nicht gesehen. Seht ihr das da? Habe ich Kacke gebaut. Kann ich die Kacke kann ich ja nicht mal beseitigen. Muss ich gleich neu einwerfen. Ah.
dass man nicht alles sieht. Ups. So. Habe ich euch genug gelangweilt? Jetzt geht's bergab. Runter. Ne? Baum ab quasi. Aber erstmal muss ich mein Seil umlegen. Das Seil lege ich mir hier auf die Außenseite auf, dann kann ich quasi direkt in einem durch runterfahren oder naja, ich kann so abfahren. Das geht auch. So, dann sage ich mal bis unten. Ne? Tja, jetzt bin ich wieder unten auf dem Boden der Tatsachen. Der kaputte. Da ist noch ein kaputter daneben.